Aus meinem Blickwinkel ist die KI wie ein Brandbeschleuniger für die Digitalisierung. Ja? Und wer heute schon Probleme hat mit der Digitalisierung, der tut sich natürlich auch schwer, die KI zu implementieren. Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcast Mittelstand für die Menschen, die uns zu sehen und nicht nur zu hören. Ja, wir sind heute im ganz besonderen Ambiente unterwegs, nämlich im Riesenrad am Ostbahnhof. Ich freue mich sehr über Oliver Thierling als Senior Vice President Professional Services bei MicroStrategy. Leitet Oliver Thierling ein umfangreiches Beraterteam mit beinahe 3 Jahrzehnten Berufserfahrung, davon 15 Jahre. Bei dieser Firma setzt er sich unermüdlich für den Kundenerfolg und maximalen Return of Invest ein. MicroStrategy, ein Top-Player im Business Intelligence Sektor, punktet gegen Giganten wie Microsoft und IBM, eben durch seine vielseitige Enterprise Analytics Plattform. Und heute wollen wir mit Oliver mal drüber diskutieren, über die Digitalisierung im Mittelstand. Ist ja allgemein, muss man sagen, ein Thema, was unfassbar aktuell ist, dazu künstliche Intelligenz, digitale Technologien effizient einzusetzen, um Kosten zu reduzieren und wettbewerbsfähiger zu werden. Mein Gott, das war schon ein langer Einstieg. Oliver, schön, dass wir zusammensitzen, wir beide. Welche Herausforderungen siehst du denn bei Unternehmen im Mittelstand in Bezug auf Digitalisierung? Ist ja, ich sage es ja bereits, ein absolut aktuelles Thema. Absolut, ja. Jan, erstmal danke und ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Ja, der Mittelstand hat auch für mich eine besondere Bedeutung. Jetzt vielleicht nochmal für alle, dass wir uns auch ein bisschen ein Bild davon machen können, was der Mittelstand denn eigentlich ist. Und wir sprechen hier über Unternehmen mit weniger als 250 Mitarbeitern, mit weniger als 50 Millionen Euro Umsatz pro Jahr. Und das ist unglaublich, das sind über 90% aller Unternehmen in Deutschland, die davon betroffen sind. Und ja, neben der Problematik natürlich, dass die Unternehmen hier mit den Produktionskosten und den Energiekosten zu kämpfen haben, ist auch die Digitalisierung noch nicht bei allen Mittelstandsunternehmen angekommen. Und ja, da möchte ich heute kurz ein bisschen drüber berichten. Die Hauptherausforderungen der Digitalisierung im Mittelstand sind ein bisschen davon abhängig, aus welcher Branche die Unternehmen kommen oder auch wie die Unternehmensstruktur ist. Für jüngere Unternehmen, Startups oder Unternehmen aus der Produktionsindustrie oder auch von den Dienstleistungen und Handel ist die Digitalisierung schon relativ gut angekommen. Ja, die müssen tagtäglich auch damit arbeiten. Aber in älteren Unternehmen oder Unternehmen jetzt von mir, also auch in der Bauindustrie oder bei Gesundheitspflegediensten, da ist noch ein bisschen Nachholbedarf. Und Konzerne arbeiten an dem Thema Digitalisierung schon seit über 6 Jahren. Ja, die investieren Millionen, stellen neue Chief Digital Officers ein, haben neue Abteilungen gegründet, die sich mit diesem Thema Digitalisierung auseinandersetzen und haben sogar Transformation Officers, die einfach diesen Wandel zur Digitalisierung hin begleiten. Für viele Millionen Euro, die hat der Mittelstand nicht. Ja, der Mittelstand muss andere Wege finden, diese Konzepte zu erreichen. Und ja, aus meiner Sicht ist es für die Mittelstandsunternehmen auch noch eine große Chance, die diesen Aufholbedarf noch haben, jetzt die Chance zu nutzen, mit dem richtigen Partner sich eine Agenda zu machen, sich eine Strategie zurechtzulegen und dann mit dem richtigen Partner diese Strategie umzusetzen. Ganz, ganz spannendes Thema, ganz komplexes Thema. Wie kann oder könnt ihr jetzt explizit mit MicroStrategy Unternehmen im Mittelstand helfen, um die Digitalisierung voranzutreiben? Es gibt ja nun viele, die da irgendwie was vom Kuchen abhaben wollen. Was macht euch so besonders? Was macht euch aus? Ja, vielleicht ein bisschen dazu, dass man auch ein Bild davon bekommt, weil MicroStrategy ist nicht so weltbekannt, ist ein Weltunternehmen. Wir sind weltweit das größte unabhängige, am Börsen notierte Softwareunternehmen, das sich die letzten 30 Jahre ausschließlich auf Business Intelligence und Analytics Software fokussiert hat. Ja, und wir bieten Analytics Software als auch Berichtswesen. Aber wir können auch deutlich mehr. Wir können auch Applikationen bauen, wir können Anwendungen bauen, die Möglichkeit haben, auch das Tagesgeschäft der Mitarbeiter zu unterstützen. Also nicht nur reines Reporting, sondern wirklich Applikationsmanagement. MicroStrategy ist eher eine Plattform, auf der man Anwendungen entwickeln kann. Vielleicht ein bisschen zum Vergleich, wir sind eine Enterprise-Software-Company. Aber wir arbeiten ganz viele mit diesen KMUs, mit diesen kleinen und mittleren Unternehmen zusammen, die letztendlich auch davon profitieren, ja, was wir bei den großen Konzernen entwickeln und davon einfach schneller auch profitieren können, weil sie schneller diese Lösungen umsetzen können. Ein ganz tolles Beispiel, was wir haben, ist ein Mittelstandsunternehmen, eine Kinokette. Die hat mit uns 2019 begonnen, ein Projekt zu starten. Wir sind dann in 2020, 2021 reingerutscht. Und da war natürlich die Kinobranche ziemlich am Boden. Aber der Kunde war trotzdem so begeistert von den Lösungen, die wir für sie entwickelt haben, dass sie weiter investiert haben, auch über diese Bässe hinaus.
Und wir machen für die jetzt eigentlich das komplette operative Reporting. Ja, sie analysieren, welche Filme laufen zu welcher Zeit am besten, welche Nahrungs- und Genussmittel werden zu bestimmten Zeiten am meisten konsumiert, welche Filme laufen zu welcher Zeit am besten, was ist der Vergleich der Lohnkosten gegenüber der Besucherzahlen. Also wirklich sinnvolle Anwendungen, die dann den Unternehmen auch helfen, welche Filme kaufe ich überhaupt oder welche Filme miete ich, welche laufen gut und wie muss ich auch meinen Bestand entsprechend fördern, ja, und planen. Also das sind wunderbare Anwendungen, die für den Mittelstand gut passen. Unsere Zielgruppe sind letztendlich eigentlich alle im Unternehmen. Führungskräfte, die 24/7 ihre Daten haben wollen, Analysten, die Auswertungen machen müssen, Prognosen erstellen müssen. Wir haben die ganzen Anwender, die mit der Software letztendlich arbeiten, die auch Self-Service machen möchten, also Selbstberichte bauen. Die brauchen die nicht von der IT, sondern möchten selbst schnellstmöglich Analysen fahren. Und dann die IT-Fachkräfte, die regelmäßig Standard-Reporting liefern müssen, also dafür Sorge tragen, dass die Daten und die Services regelmäßig bereitstehen. Unsere Plattform heißt MicroStrategy One und das Schöne ist, es ist alles aus einem Guss. Wir haben nichts dazu gekauft, unsere Software ist wirklich organisch gewachsen, über viele Jahrzehnte hinweg und somit ist es auch eine sehr saubere Softwarearchitektur. Sie ist sehr robust, sie ist sehr sicher, sie ist sehr skalierbar und hat nicht diese Integrationshürden, die vielleicht andere Softwareunternehmen haben, die halt Software immer dazu gekauft haben. Wenn man die Vorteile nochmal vielleicht kurz anreißen möchte, wir sind auf der Cloud-First-Strategie unterwegs. Wir haben aber auch die Möglichkeit, auf lokalen Rechenzentren zu installieren. Ja, wir haben Unternehmen, da hat der Chef das auf seinem Laptop laufen und kann damit die gesamte Unternehmenssteuerung machen. Und wir sind komplett offen. Wir haben keine Restriktionen auf die Datenbanksysteme. Wir haben keinen Vendor-Lock, ja, wie andere zum Beispiel, die halt abhängig davon, welches großes Unternehmen dahinter steht, da Beschränkungen haben. Und wir haben unendlich viele Schnittstellen, mit denen man die Software eigentlich mit anderen Softwarepaketen auch kombinieren kann. Also, unglaublich viele Möglichkeiten für den Mittelstand da schon zu partizipieren und den Schritt in die Digitalisierung zu schaffen. Der größte Vorteil, den ich schon mal angesprochen habe, ist eigentlich unsere Erfahrung aus vielen Großprojekten, die mehrere Jahre laufen, mit Unternehmen, die hunderttausende Userzahlen haben. Und da ist für den Mittelstand auf jeden Fall was dabei. Hört sich auf jeden Fall gut an und ich glaube, man muss auch dem einen oder anderen vielleicht die Angst nehmen. Ne? Wenn man jetzt so ein bisschen so im Trott drin ist, vielleicht als klassischer Mittelständler schon 20, 25 Jahre, man muss sich diesen neuen Dingen einfach stellen und es ist doch großartig, wenn es euch Menschen wie euch gibt und Fachleute wie euch gibt, die einem dabei helfen. Großes Thema auch aktuell, überall wird darüber gesprochen. Viele nutzen es auch schon, künstliche Intelligenz. Welche Rolle spielt die? Ja, also aus meinem Blickwinkel ist die KI wie ein Brandbeschleuniger für die Digitalisierung. Ja? Und wer heute schon Probleme hat mit der Digitalisierung, der tut sich natürlich auch schwer, die KI zu implementieren. Ja, es gibt gewisse Anforderungen, die dort letztendlich notwendig sind. Neben den Problemen mit Ressourcenknappheit, das Fachkräftemangel, der uns ja allen bekannt ist, gibt es natürlich auch die Herausforderungen mit Datenqualität und Datenquantität. Die KI braucht viel Daten, viel gute, qualifizierte Daten, damit sie auch richtige Entscheidungen und richtige Analysen machen kann. Und man hat natürlich auch ein bisschen mit dem Widerstand der Mitarbeiter zu tun und auch teilweise von Kunden, die gegenüber der KI natürlich noch etwas reserviert sind, die noch nicht so ganz die Akzeptanz haben und natürlich durch Ängste geprägt sind. Und das Schöne ist, dass MicroStrategy jetzt genau im September, Ende September, ein neues Release auf den Markt bringt, wo in unser Produkt die KI schon komplett integriert ist. Ja, das heißt, der Endanwender, der Kunde muss sich nicht erst noch Gedanken machen, wie ich die KI implementieren kann, sondern sie ist bei uns im Softwarepaket dann schon mit dabei. Und ich glaube halt, durch diese Vorteile der KI, die ja viele Sachen viel einfacher machen wird. Ja, also heute muss man Berichte selber von Hand bauen. Zukünftig kann die KI aufgrund der Modelle, aufgrund der Referenzbeispiele selbst entscheiden auf Basis der Daten, welche Visualisierung, welcher Report ist jetzt für dich der beste. Ja, das muss dann nicht mehr der Anwender entscheiden. Der sagt nur, was ich haben möchte und dann kriegt er entsprechend schon Sachen vorgeschrieben. Es gibt Chatbots, die letztendlich dann auch dem Kunden helfen, Daten zu interpretieren. Ja, sie sind sogar in der Lage, Entscheidungsvorschläge zu machen, Empfehlungen zu geben, die heute der Endanwender, der Kunde selber herausfinden muss, aber zukünftig kann das System entsprechend dort helfen und unterstützen. Und ich glaube, dass die KI weniger eine Bedrohung ist als ein Enablement für die Mitarbeiter oder auch für uns alle, wenn wir sie richtig nutzen und sie in den entsprechenden Stellen halt auch integrieren. Und ja, da bin ich überzeugt von, dass das sicherlich ein sehr großer Fortschritt werden wird. Total spannendes Thema. Kannst du uns jetzt vielleicht mal so Beispiele nennen für eine mögliche Lösung im Mittelstand? Weil vielleicht bin ich jetzt jemandem mal als Beispiel, ich bin Hans Müller, ich bin 25 Jahre jetzt in meinem Unternehmen, ich merke aber, ich hänge ein bisschen nach, gerade in diesem ganzen Thema Digitalisierung, künstliche Intelligenz. Wie steige ich damit ein? Was ist so ein typischer Weg? Also die,
einer unserer Bestrebungen, weil ich bin ja auch für die Beratung zuständig, ist, für den Kunden die Anwendungen so einfach wie möglich zu konzipieren, damit sie möglichst ergonomisch, ja, und schnell konsumierbar sind und auch einfach anzuwenden. Eine der, ich würde mal sagen, der reinsten Formen der Simplifizierung, die wir haben, nennt sich Hyperintelligence. Das muss man sich vorstellen wie so eine Quartettkarte, die man von früher kennt, wo viele Informationen zum Beispiel zu einem Auto, zu einem Schiff oder sonstigen Sachen angegeben sind. Und wir haben die Möglichkeit, über bestimmte Kennzahlen, Produkte oder Nummerierungen eine Karte aufzuzeigen, die bestimmte Konfigurationsmerkmale zu diesem Objekt beinhaltet. Und das kann man sich vorstellen wie beim Autofahren, wenn man das Heads-up-Display hat. Ja, man schaut auf den Verkehr, man möchte konzentriert auf der Straße bleiben mit dem Blick, braucht aber ein paar Zusatzinformationen, vielleicht welche Geschwindigkeit, welche Radiosender oder in welche Richtung ich abbiegen muss, und kann über das Heads-up-Display sofort in meinem gleichen Blickwinkel die Informationen bekommen. Eine riesengroße Zeitersparnis und natürlich auch keine Ablenkung. Und genauso ist dieses Modell von diesen Hypercards. Diese Hypercards kann man auch auf jedem Webbrowser letztendlich installieren. Man muss noch nicht mal MicroStrategy wirklich einsetzen, um diese Hypercards nutzen zu können. Das ist eine geniale Technik. Wir nennen sie auch Zero-Click-Technik, weil, oder Zero-Click-Intelligence, weil wir nicht mit der Maus klicken müssen, sondern man kann mit der Maus über das Objekt fahren und kriegt diese Informationen angezeigt. Unglaubliche Zeitersparnis, oder eine unglaubliche Zeitersparnis. Und ja, damit kann man endlich Kaufentscheidungen drastisch reduzieren. Also wir haben zum Beispiel einen Kunden, der kauft gebrauchte Wagen und verkauft sie. Und das in Echtzeit. Und dazu hat er 3-4 Bildschirme, auf denen er die Fahrzeuge vergleichen möchte. Und kann dann mit der Hypercard Zusatzinformationen zu dem Kfz-Typ bekommen und kann unmittelbar vergleichen, okay, dieses Fahrzeug lohnt sich zu kaufen, dieses Fahrzeug lohnt sich nicht zu verkaufen. Oder wenn ich dieses Fahrzeug jetzt kaufe, kann ich es für diesen Preis gleich woanders wieder weiterverkaufen. Das sind Zeitersparnisse, die sind unbezahlbar und auch ein Wettbewerbsvorteil. Und das kann man natürlich, diese Technik kann man natürlich übertragen auf alle möglichen Geschäftsprozesse. Ja, eine andere wirklich sehr wertvolle Lösung, die wir für Kunden haben, ist eine Mobile-Lösung. Wir reden ja jetzt über Berichte, die man auf dem Web oder auf dem Desktop anschaut. Wir können diese Berichte aber genauso 1:1 auf einem Mobile-Device übertragen. Und offensichtlich, ja, Mobile-Device ist 24x7, immer die Daten mit dabei haben. Da gibt es auch eine ganze Reihe von Applikationen, die man bei den Kunden implementieren kann. Wir haben viel Geschäftsführer-Reporting, alle Außendienstmitarbeiter, Vertriebsmitarbeiter, die heute unterwegs sind, können eben dann ihre Daten immer mit dabei haben. Und wir haben auch Loyalty-Apps, die damit gebaut worden sind, damit auch Kundeninformationen davon profitieren können. Transactional Services ist eine Funktionalität, bei der wir die Daten zurückschreiben. Das heißt, wir können nicht nur Daten analysieren, wir können Daten auch zurückschreiben in die Datenbank. Das lässt sich natürlich wunderbar bei Surveys, bei Umfragen nutzen oder für die Budget- und Ressourcenplanung. Ja. Wir haben Genehmigungsprozesse, die damit vereinfacht werden können. Also einfach nicht nur Daten lesen, sondern auch Daten zurückschreiben und die unmittelbar wieder verwenden für die nächste Analyse. Und auch beliebt Office-Integration mit Excel und PowerPoint. Daten, die wir analysieren, können in PowerPoint ausgelagert werden und werden immer automatisch aktualisiert, sodass man nicht wieder diese PowerPoint-Berichte für Jahresberichte, für Vorstandsberichte jedes Mal aktualisieren muss, sondern die Daten sind automatisch integriert und werden regelmäßig upgedatet. Und dann ist noch vielleicht ganz interessant eine Map-Integration, also Landkarten, dass man sehen kann, wo sind die Daten denn entstanden, in welcher Region, gibt es regionale Unterschiede. Eine generelle Transparenzverbesserung hinsichtlich, wie sich die Umsätze entwickelt haben und auch in welchen Regionen. Es gibt noch bestimmt hunderte weitere Beispiele. Wir haben eine tolle Internetseite, demo.microstrategy.com. Da sind interaktive Anwendungsbeispiele zu sehen. Kann ich nur jedem empfehlen, da mal reinzuklicken. Kann man auch später bei uns unten im Podcast verlinken. Genauso wie die Seite www.amstadt.ch. Da gibt es ein Bundesamt in der Schweiz, das die Arbeitslosenstatistiken zeigt. Und da ist auch MicroStrategy als Anwendung live zu testen. Finde ich total spannend, und wir haben ja im Vorfeld schon mal gesprochen, man könnte Stunden über dieses Thema sprechen, weil es einfach so komplex ist, was ihr auch macht. Wie gesagt, ihr mit über 2500 Mitarbeitern weltweit, das ist schon ein Wahnsinn. Welche Empfehlung würdest du zum Abschluss vom Gespräch Unternehmen geben, die bei sich noch die Herausforderungen mit der Digitalisierung sehen und die wirklich auch Bedarf haben? Ja, also das Einfachste ist natürlich, das Gespräch mit uns zu suchen. Wir sind jederzeit bereit, mit dem Unternehmen mal eine Geschäftsprozessanalyse zu machen, unsere Experten dazu zu holen, zu gucken, wie kann denn der Kunde von unserer Plattform profitieren. Und es gibt auch die Möglichkeit, dass wir Kundenreferenzbesuche organisieren. Ganz interessant ist der Besuch unseres Global Development Centers in Warschau. Wir haben eine Headquarter 2, nennen wir es, in Warschau.
wo wir über 500 Mitarbeiter haben aus unterschiedlichen Bereichen. Und dort kann der Kunde, der Interessent letztendlich mit uns einfach mal so eine Führung machen, welche Möglichkeiten bestehen denn überhaupt? Was machen andere Kunden? Wie arbeitet unser Cloud-System? Wie arbeitet Technology? Wie ist unser Consulting-Team dort etabliert, das für weltweit alle Kunden letztendlich zur Verfügung steht? Und das ist mit Sicherheit einer der ersten Möglichkeiten, wirklich zu verstehen, welchen Weg man gehen möchte mit der Digitalisierung, welche Einsatzmöglichkeiten es gibt. Und ja, dazu kann ich nur entsprechend aufrufen. Ja, und Informationen einfach mal holen, mitnehmen, Webseiten. Wir haben es alles angesprochen, werden es auch nochmal in der Filmversion natürlich einblenden an dieser Stelle. MicroStrategy, großes Unternehmen. Ich danke dir ganz herzlich, Oliver. Großartiges Gespräch, wichtiges Thema. Senior Vice President Professional Service, alles Gute. Und wir dürfen echt gespannt sein, was da die nächsten Jahre noch auf uns drauf zukommt. Ja, vielen Dank. Auf allen Fall. Herzlichen Dank. Und das war's schon wieder mit unserem Podcast Mittelstand, www.podcast-mittelstand.de. Da gibt's nicht nur diese spannende Folge aus dem Riesenrad, sondern viele weitere. Ich freue mich schon, wenn wir uns demnächst wiedersehen, wieder hören beim weiteren spannenden Thema. Bis dann, ich bin Jan Kunert. Tschüss. Mittelstand in Deutschland. Der Mittelstandspodcast. Mehr Infos: mittelstand-in-deutschland.de.